Gegenüber sterben. Na, wie hört sich das an? Oder total voll sein mit sich selbst. Nur von sich selbst überzeugt sein. Zu glauben, ich bin der Beste. Also ich bin ja der Beste. Oder voller Minderwertigkeitskomplexe zu sein. Sich immer mit anderen zu vergleichen, die scheinbar besser sind, die mehr geschafft haben. Die schon scheinbar ein besseres Leben haben, als ich zu glauben habe. Im Gegenüber zu sterben. Na, wie hört sich das an? Das Gegenüber. Ich und mein Gegenüber. Aus dem Gefühl der Trennung heraus. Im Erleben. Die Ganzheit verloren zu haben. Die Ganzheit zu vermissen. Das Gefühl zu vermissen, ganz zu sein. Das ist schon wieder falsch. Keine Idee mehr zu haben von heil werden wollen, krank sein und Gesundheit. Keine Idee mehr haben von getrennt oder verbunden zu sein. Aber keine Idee mehr zu haben, ist ja auch noch eine Idee zu haben. Und zwar keine Idee zu haben. Egal.